Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. Die Saison 4 ist im vollen Gange. In diesem Video spreche ich mit euch darüber, was so meine Ziele sind und was für Tipps ich euch mitgeben kann, dass ihr möglichst viele Trophäen noch in dieser Saison erreicht. Viel Spaß mit einem weiteren Video zu Jurassic World Alive. Diese Woche könnt ihr auf meinem Kanal wieder 15 Euro Online-Guthaben gewinnen, sei es PSN, Google Play oder PaySafe Card Guthaben. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine Neuigkeiten zum Spiel mehr verpasst, einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr schon bei der Verlosung dabei. Den Gewinner werde ich nächste Woche im Video ziehen. Viel Erfolg euch allen. Damit vielen Dank fürs Einschalten. Ja, Hintergrund etwas Live-Gameplay. Ich werde ein paar Arena-Kämpfe machen. Habe das Ganze jetzt schon mehr als einmal versucht aufzunehmen. Irgendwie total unglücklich heute Morgen, das passt überhaupt nicht. Also es hat irgendwie, dann hat die App gesponnen, dann ist das passiert. Also heute Morgen ist der Wurm, dann hoffentlich klappt das Ganze jetzt. Ja, die Saison 4. Es ist die vierte Saison in Jurassic World Alive. Die geht noch bis zum 7.1., sprich Montag in einer Woche um 16 Uhr, für die, die es noch nicht wussten. Und ja, erstmal bevor wir über alle anderen Sachen so sprechen, was sind so meine persönlichen Ziele? Und hier auch auf jeden Fall mal die Frage an euch, was sind eure Ziele? Schreibt sie gerne in die Kommentare und wir schauen uns das Ganze dann nach der Saison an, ob ihr das Ganze geschafft habt oder ob ihr es nicht geschafft habt. Und ja, Gegner setzt gerade rein in den Stoß ein, wir haben das Richtige eingesetzt. Perfekt. Also mein Ziel ist es, 5000 Trophäen erstmal zu erreichen. Warum seht ihr gleich noch? Ich blende gleich sofort das mal ein, was für Belohnungen man bekommt. Ich hätte den anderen Angriff einsetzen sollen, wollte ihn aber sparen. Und der weicht zweimal aus. Holy shit, war das Pech. Egal, ein bisschen verspielt, passt. Also, mein Ziel ist es, wie gesagt, die 5000 Trophäen zu erreichen. Und wenn ich so weiterkämpfe, schaffe ich das natürlich nicht. Warum habe ich dieses Ziel? Ja, bei 5000 Trophäen kriegt man schon eine etwas bessere Belohnung. Und zwar blende ich die euch jetzt mal ein. Hier seht ihr die Übersicht für die Belohnungen für die einzelnen Stufen und ich möchte mit euch darüber sprechen, wo macht es Sinn, dann auch zu pushen, zuzusehen, dass man in die nächste Stufe kommt und der Gegner weicht einfach 3 von 3 mal aus und da kann ich dann auch nichts machen wiederum. Kurzer Kampf, nächsten Kampf gewinnen wir dann wieder. Ja, beginnen tut das unten bei 2500 Trophäen. 2500 Trophäen ist so das Mindeste, was man erreichen muss, um etwas von der Saisonbelohnung zu haben. Diplodocus DNA 250 und ein seltener Brutkasten winken da ein. Die nächste Stufe ist 4.500 Trophäen und dann 4.750 Trophäen. 4.750 Trophäen finde ich selbst etwas lohnenswerter, denn hier bekommt ihr noch 25.000 Coins und 180 Hardcash dazu, im Gegensatz zu 4.500 Trophäen. Nächste Stufe sind dann die 5.000 Trophäen und da, ihr seht, von 4.750 zu 5.000 ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Ja, es sind ein paar Ingame-Cash, 320 um genau zu sein, aber die machen den Bock nicht fett, kann ich euch sagen, Leute. Und ja, wie gesagt, ich will die 5.000 Trophäen erreichen, aber mein eigentliches Ziel sind die Top 500. Ihr seht doch hier warum, denn da bekommt ihr nochmal 25.000 Coins on top und bekommt 700 Ingame-Cash mehr. Und das ist dann doch eine ganze Menge. Und ich denke, für alle die 5000 Trophäen erreichen, die sollten auf jeden Fall versuchen, noch in die Top 500 zu kommen. Denn nach Erfahrung, so war es beim letzten Mal, der Unterschied wird nicht so krass sein, dass man jetzt da, 5100 Trophäen oder so circa wird es sein, dass man in die Top 500 kommt. Sprich, da habt ihr auf jeden Fall eine realistische Chance, wenn ihr schon über 5000 Trophäen habt, das Ganze zu erreichen. Weitere wichtige Grenze ist natürlich dann Position 250 und besser, denn ob ihr jetzt 251. oder 500. seid, ist erstmal egal, ihr bekommt die gleiche Belohnung, aber dann ab Top 250 gibt es nochmal 50.000 Coins obendrauf und über die doppelte Menge Ingame Cash und dieser Unterschied ist schon eigentlich krass. Dann würde ich tatsächlich sagen, von Position 100 bis ja zur Position 11 ist der Unterschied nicht mehr so signifikant. Also wenn ihr mal in die Top 250 seid, bekommt ihr schon 2600 Ingame Cash. Aber dann Top 100, Top 50, das ist dann rein Diplodocus DNA mehr und das macht dann gar nicht so viel Sinn, da jetzt Knallauffall noch pushen zu tun oder zu pushen. Denn wenn ihr da rausfallt, dann bekommt ihr deutlich weniger Ingame Cash. Deswegen, wenn ihr in den Top 250 bis Position 101 steht und jetzt sind wir gerade tatsächlich unter 4500 gerutscht, ja, das passiert. Wenn ihr da stehen solltet,
Pusht nicht zu krass, denn wenn ihr aus den Top 250 rausdroppt, bekommt ihr 1400 Ingame Cash weniger und das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Ja, wie sollte man sich jetzt verhalten? Es ist jetzt eine Woche und ein bisschen vor Saisonende. Habt ihr zum heutigen Stand eure Marke erreicht, sprich zum Beispiel 4750 Trophäen? Ich sage das jetzt, weil die Frage öfters kam. Dann gebe ich euch den Tipp, kämpft weiter. Es ist noch so viel Zeit. Wenn ihr jetzt aufhört zu kämpfen, 1,5 Wochen oder knapp 1,5 Wochen, euch gehen so viele Brutkästen durch die Lappen, das schadet euch mehr, als dass es bringt. Beispielsweise 4750 Trophäen, 25.000 Coins, einen epischen Brutkasten. Das könnt ihr alle mal in einer Woche sammeln. Und ja, wir weichen natürlich gerade hier nicht aus. Ich weiß nicht, was los ist. Gerade habe ich echt eine Pechsträhne. Wir weichen nicht aus, wir werden betäubt. Gegner eben dreimal ausgewichen. GG, da kann man nichts machen. Also, kämpft weiter. Und je näher das Saisonfinale rückt, desto mehr überlegt euch, sollte ich jetzt nicht mehr kämpfen. So ein, zwei Tage vorher, denke ich, ist es das Beste, wenn man ja eine gewisse Stufe erreicht hat, sollte man schauen, bleibe ich zum Beispiel in den Top 500, so habe ich es ja letztes Mal auch gemacht. Ich bin dann drin geblieben, war auch relativ safe drin den Tag vorher. Ich habe dann den letzten Tag nur nicht mehr gekämpft. Denn es gab ja die Änderungen mit den Bots und da sehe ich eine große Gefahr, denn wenn ihr eine gewisse Trophäenanzahl habt und am letzten Tag kämpfen wollt, am letzten Tag kämpfen nicht mehr so viele Leute. Gerade die, die schon ein gewisses Ziel erreicht haben, kämpfen nicht mehr. Also wird es für euch schwieriger, dass ihr einen richtigen Account als Gegner habt. Sprich, ihr habt mit größerer Wahrscheinlichkeit einen Bot als Gegner. Und kämpft ihr gegen einen Bot, bekommt ihr keine Punkte mehr dazu und könnt auch keine Punkte mehr verlieren. Sprich, ihr hängt da komplett fest. Und wenn der Gegner, wenn ihr dann mehr Bots gegeneinander trifft, dann kämpft ihr zwar, ihr bekommt eure Brutkästen, aber ihr bekommt keine Trophäen dafür. Sprich, ihr kommt leider in der Arena nicht weiter voran. Deswegen, letzten ein, zwei Tage, seid vorsichtig mit dem Kämpfen. Wenn ihr vorher schon oder in den letzten zwei Tagen ein gutes Ziel erreicht habt, beispielsweise ihr seid 253 seid, dann könnt ihr vielleicht auch warten bis Saisonende. So viel wird sich da nicht mehr tun. Dadurch, dass ihr bei Computer- bzw. Botkämpfen keine Punkte mehr bekommt, werden auch die ersten niemals mehr in näherer Zukunft 20.000 Trophäen erreichen. Das ist einfach, das hat sich einfach vertan durch die Änderung, die da gemacht wurde. Also, wie gesagt, Haupttipp, wenn ihr jetzt ein Ziel erreicht habt, kämpft ruhig weiter. Das Ziel erreicht ihr in dieser einen Woche locker nochmal. Ich persönlich setze mir das Ziel 5.000 Trophäen, ob es für die Top 500 reicht. Werden wir dann sehen. So, Gegner wurde betäubt und ich bin auch durchgekommen. Gegner tauschten den Weltmeister aus. Mal schauen, ob wir den Kampf noch für uns entscheiden können. Das wäre es nämlich soweit gewesen zu der aktuellen Saison. Ich gebe natürlich Gas, dass ich das Ganze noch schaffe und wir werden zusammen natürlich auch im Stream dann sehen, wie weit ich noch komme. Und ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr eure Ziele erreicht. Einige von euch haben ja die Chance, Top 50 zu werden, Top 100, und da drücke ich euch ganz besonders die Daumen, dass ihr eure Ziele da erreicht. Wie gesagt, mein Ziel Top 5000 an Trophäen. Dafür muss ich aber erstmal ein paar Kämpfe gewinnen, und wenn das so weitergeht, ja, wird das schwierig, denn ich glaube, sie haben das Matchmaking schon geändert. Denn bei 4500 Trophäen hatte ich letzte Season lange nicht solche Gegner. Denn da war es noch so, da waren dann locker Level 20 Spieler bei, und sie haben ja auch angekündigt, eventuell wollen sie was ändern, dass der Gegner sich daran richtet, auch was man für eigene Saurier dabei hat. Sprich, wenn ich jetzt Level 24, 25 dabei habe, kämpfe ich auch gegen Leute, die so viele Punkte oder so viele Level auf den Sauriern haben und bekomme dann einfach mehr Trophäen. So, sollten wir jetzt Early wechseln? Nee. Gut, wir machen mal übermächtigen. Ich glaube, wir sind gleich nicht mehr geslowt oder ich habe nicht aufgepasst. Okay, wir sind noch geslowt. Kurzverteidigung passt soweit. Die halten wir aus. Können wir gleich nochmal unsere Unverwundbarkeit spielen und die vielleicht noch ein bisschen mehr Schaden machen. Also ich bin aber gute Dinge, dass ich trotzdem auf die 5000 Trophäen komme. Nehmt wirklich euer letzte Saison, das was ihr da erreicht habt, so ein bisschen als Grundlage, dass ihr das wieder schafft. Denn eure Saurier haben sich verbessert, aber auf der anderen Seite haben sich eure Gegner auch verbessert. Ja, die bleiben ja auch im Ball, spielen weiter und von daher sollte das so euer Ziel sein, das Ähnliche oder wenn ihr ganz tief vorher wart, natürlich etwas Höheres zu erreichen. Ja, ob ich die 5000 schaffe, wir werden es sehen. Ich gebe auf jeden Fall ordentlich Gas und jetzt sollte der Stegodeus platt sein. Haben wir den Dragodistes auf einem niedrigeren Level den Gegner gut weggetankt und das hat mich gerade ein bisschen überrascht tatsächlich. So, 1000
27 Leben. Muss Early wechseln. Einfach aus dem Grund. Er wird den schwachen Angriff wahrscheinlich spielen, genau. Ja, das sollte eigentlich passen. Wir können ganz zum Schluss nochmal spielen, Untersuchung spielen. Ich glaube, okay, er crittet uns weg. Holy shit, ist der Gegner lucky da gewesen. Aber jetzt sollte da eigentlich alles auf unserer Seite stehen. Wir spielen mal Schaden über Zeit. Ja, Gegner ist lost. Er kann da nichts machen und ihr seht einfach einen 27er Velociraptor. Leute, packt euch an den Kopf. Völliger Schwachsinn, dass der Gegner da so etwas spielt. Und ich glaube, ich bekomme auch nicht so viele Trophäen dazu. Der wird nicht so hoch sein. Absolute Verschwendung. Okay, 30 Trophäen sind es immerhin. Nice. Das freut mich. Und ja, so viel soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es war noch etwas Live-Gameplay. Ich finde es aber auch immer interessant, mit euch über ein Thema zu sprechen, dabei zu kämpfen. Also ähnlich wie ein Stream, nur dass keine Zuschauer da sind. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Schreibt wirklich mal eure Ziele und so weiter in die Kommentare. Und ja, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und auch natürlich, wenn ihr neu seid, ein kostenloses Abo. Dann schaffen wir dieses Jahr noch ein paar Abos. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin und ciao.